Was bedeutet aus Ihrer Sicht, Manfred Ortlechner, dieser Erfolg auf internationaler Ebene für den österreichischen Fußball? Ich bin einmal unglaublich dankbar, weil ich kann mich erinnern, ich hatte eine Diskussion vor zwei Wochen vor dem Hinspiel in Dortmund, wo mir dann am Nachmittag noch gesagt wurde, diese Unterschiede österreichische Bundesliga und deutsche Bundesliga, das wird man heute Abend wieder wirklich sehen und ich muss mir teilweise wirklich auf die Zunge beißen, weil das ein oder andere Duell mit einem deutschen Bundesligisten hatte ich ja auch, Gott sei Dank. Und ich bin der Meinung, dass dieser Qualitätsunterschied zwischen Österreich und Deutschland einfach nicht so eklatant ist, wie wir hier in Österreich immer glauben, dass er ist. Das bestätigen mir auch alle Legionäre, die aktuell gerade verstreut sind in den ganzen Ligen Europas, dass diese Unterschiede einfach nicht so groß sind, wie sie sind. Und das haben die Salzburger Gott sei Dank jetzt in den zwei Spielen auch gezeigt, mit einer Top-Performance. Irgendwie hat man nicht eine Sekunde irgendwie daran gezweifelt, dass die nicht gewinnen werden, die Spiele. Also gerade auch das Rückspiel war für mich fast nur imposanter wie das Hinspiel, weil man da einfach auch gewusst hat, die Dortmunder, die kämpfen ja auch irgendwie auch um das Weiterkommen und mit einer Riesenqualität ausgestattet. Aber das vor der ersten Sekunde haben gemerkt, die werden heute das Spiel 100% nicht gewinnen. Und das ist einfach das Imposante momentan. Der Kader ist breit, ja, aber viel, viel imposanter ist, dass er einfach von Qualität einfach so breit ist. Es gibt viele breite Kader in der Bundesliga, aber das ist, jetzt bekommen wir einen unglaublich qualitativ guten Kader. Das ist das Thema.